Wenn er nochmal die Fußballschuhe anzieht, dann ist das ein Großereignis. Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus gibt mit 57 Jahren sein Pflichtspiel-Comeback, und zwar in der Bezirksliga. Rund 1000 Zuschauer sind nach Herzogenaurach gekommen, um Lothar, den Hochdekorierten, zu sehen. Der ist natürlich Kapitän und beweist, dass er die einstige Eleganz nicht verloren hat. Ein Weltstar, der zurück zu seinen Wurzeln geht, zu Bratwurst und Amateurfußball. Matthäus beginnt hier beim 1. FC Herzogenaurach mit 9 das Fußballspielen und trägt jetzt, 48 Jahre später, ein letztes Mal das Trikot seines Heimatclubs. Die Gesten sind bekannt, der Chef dirigiert und zieht alle Blicke auf sich. Einmal hat er sogar die Chance auf ein Tor. Der Fehlschuss ist aber nicht schlimm, denn sein Verein steht bereits als Landesliga-Aufsteiger fest und muss das abschließende Saisonspiel einfach nur noch hinter sich bringen. Nach 50 Minuten ist Schluss für den Weltmeister von 1990. Es sind die letzten Pflichtspielschritte des Rekordnationalspielers. Und kaum hat er sich hingesetzt, schießen seine Teamkollegen das 1:0. Also gleich wieder aufstehen, um zu jubeln. Die Führung nur 2 Minuten nach seiner Auswechslung, laut Matthäus, ein ausgeklügelter Plan. Weil ich die Mannschaft des Gegners kaputt gelaufen habe, sie unkonzentriert waren und wir natürlich gleich konsequent diese Chance ausgenutzt. Die haben sich gefreut, dass ich dabei war. Ich habe mich gefreut, dass ich mitspielen durfte. Ich glaube, jeder hat was davon gehabt. Und vor allem auch gute Kulisse für eine Bezirksliga, für ein Bezirksligaspiel. Das ist mein letztes Spiel gewesen, das war mein Wunsch. Und FC Herzogenaurach ist mir da entgegengekommen, hat mir den Wunsch erfüllt. Und ich glaube, die große Karriere hier angefangen zu haben und auch mit dem heutigen Tag beendet, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort unter meiner aktiven Karriere. Logisch, dass ein Lothar Matthäus nur mit einem Titel in Rente geht. Der DFB-Ehrenspielführer ist jetzt auch noch Bezirksligameister. Und es bleibt dabei, wenn Matthäus auftaucht, dann ist das ein Großereignis.